in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Pyro-Freunde. Wir sind jetzt in unserem Bunker angekommen, wo wir uns immer... Was denn? Pyro-Fuchs will schon wieder das Moped anmachen. Geht's gleich weiter zur Ballertour. Wir sind jetzt hier in unserem Bunker angekommen, wo wir immer unser Feuerwerk bauen und alles. Also unsere Bretter für Silvester. Das kommt auch noch bald ein Video. Und auch für diverse andere Feuerwerke. Ihr habt ja gerade schon ein paar Batzen gesehen im Anfang. Ein paar Blackbox-Batterien. Relativ geile auch. Ja, ich werde euch gleich nochmal die Kartons zeigen und dann auch nochmal erklären, warum wir das Video jetzt überhaupt machen. Denn es gibt auch einen guten Grund dafür, warum wir jetzt ein paar Blackbox-Batterien hier rumstehen haben. Und deswegen sehen wir uns gleich wieder nach dem Cut. Hier seht ihr jetzt die Kartons, die ihr gerade schon gesehen habt am Anfang des Videos. Und warum haben wir überhaupt die ganzen Batterien jetzt hier bestellt bzw. gekauft. Und zwar haben wir wieder den Auftrag bekommen, ein Hochzeitsfeuerwerk zu schießen. Beziehungsweise ist ja unser erstes Hochzeitsfeuerwerk von mir und den Pyrofuchs. Und da haben wir hier uns ein paar Blackbox-Batzen organisiert, in Wolkenstein, direkt am Lager bei Blackbox. Uns wurde der Auftrag gegeben, dass wir die Batzen dort kaufen, weil... War zwar alles ein bisschen teurer als im Online-Shop, aber im Großen und Ganzen dann hat doch alles sehr gut geklappt. Hier nochmal die schöne Zorn mit ordentlich schönen Bouquets. Richtig geiles Teil. Hier noch ein bisschen kleines Material, was wir wahrscheinlich vor den Batterien schießen werden. Müssen wir jetzt nochmal sehen, wie wir das alles irgendwie miteinander verbinden. Auf jeden Fall haben wir vor, so ein kleines Bombenrohr, so eine Bombenrohrbatterie irgendwie noch zu bauen. Ja, alles in allem sehr schöne Blackbox-Batterien. Und ich hoffe, euch gefällt das Video ein bisschen. Ich werde jetzt noch so ein bisschen ein paar Sachen reincutten. Mal sehen, wie ich das so gestalten werde. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und da sehen wir uns dann vielleicht nochmal wieder. Zwischenstand. Und jetzt werden wir noch die letzten paar Defender und Thunder Kongs drauf montieren. Montieren. Und ihr seht immer unsere Hilfsmittel. Schon guter Stuff. So, Pyrus, wir sind jetzt fertig mit Verleiten hier. Haben das jetzt nicht so professionell gemacht. Ja. Haben es jetzt nicht so professionell gemacht wie manch andere vielleicht von euch. Hier die beiden Bretter. Wir hoffen auf jeden Fall, dass alles gut funktioniert. Haben wie gesagt nur die normale Zündschnur mit der Ersatzzündschnur jeweils verleitet. Und das Brett wird dann der Anfang sein. Und dieses Brett wird dann das nächste sein, was wir dann hier vorne bei der Nemphis anzünden. Und die Schlossgeist wird dann auch nochmal extra gezündet hier. Stellen wir dann einfach so hin, weil wir die so zünden wollen, dass sie mit der letzten Salve hier von der Zorn zündet. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder beim Feuerwerk. Viel Spaß dabei und bis dann vielleicht auf dem Abbrenner. So, Pyrus, wir sind jetzt hier auf dem Abbrenner. Wir müssen uns ein bisschen ruhig verhalten, weil das so ein Überraschungsfeuerwerk ist. Ich bin ja mit Pyrofuchs am Start. Willst du immer was sagen? Hi. Hi. Auf jeden Fall, dort oben sind dann die Gäste. Und unsere Auftraggeber sind dort auch gerade. Und dort wird das dann irgendwie geschossen, man sieht es nicht viel.
Auf jeden Fall wird dann hier die Perspektive sein. Und wir schauen nach oben und genießen dann ein wunderbares, schönes Feuerwerk. Mit Überraschungseffekt. Mit Überraschungseffekt. Und ich hoffe, euch gefällt das. Ich auch. Und da würde ich mal sagen, gleich seht ihr das Feuerwerk. Viel Spaß dabei, mir beiden ist noch aufgefallen. Genau. Regen hat gut nachgelassen. Also bis dann, Pyrrhus. Viel Spaß dabei.